Hey, schön, dass du beim heutigen Power Pilates Workout dabei bist. Ich bin Lena und das ist Lenas Health Lab. Wir haben heute ein flottes 20-Minuten-Programm vor uns, bei dem wir nicht wirklich zur Ruhe kommen. Perfekt also, um am Morgen in den Tag zu starten oder in deiner Mittagspause dem Tief zu entkommen. Das Workout ist schon relativ anspruchsvoll von den Übungen der Schnelligkeit, aber ich versuche dir immer wieder Alternativen zu bieten und wenn du das Gefühl hast, du kommst gar nicht mit, mach doch erst einmal die Übung in deinem eigenen Tempo und dann klappt es ganz bestimmt auch irgendwann schneller. So, lass uns keine Zeit verlieren, zieh deine Socken aus, leg deine Matte hin, auf geht's. Stelle dich mittig auf deine Matte. Deine Fußspitzen zeigen nach vorne, die Fersen sind genau hinter deinen Fußspitzen. Aktiviere dein Powerhouse, zieh dein Bauchnabel rein, dein Steißbein zum Boden und dein Beckenboden leicht angespannt. Mit der nächsten Einatmung geh mit deinem rechten Bein in einen Ausfallschritt nach hinten. Öffne die Arme, kreise sie. Ausatmen, drück dich hoch, öffne die Arme seitlich. Einatmen, geh tief, 90-90 Lunge und dann öffne den Brustkorb. Einatmen tief und ausatmen, drück dich wieder hoch. 5 Stück noch. Den Oberkörper die ganze Zeit aufrecht lassen, den Bauchnabel die ganze Zeit Richtung Wirbelsäule gezogen. Beuge beide Beine und dann tippe deinen rechten Fuß wieder ran, dein Brustbein Richtung Decke. Und ein letztes Mal. Zieh dich nach oben, streck jetzt das rechte Bein nach hinten, beide Hände kommen zum linken Fuß, linkes Bein gebeugt. Mit der Ausatmung bring deinen rechten Fuß zum linken, einatmen wieder zurück, mit der nächsten Ausatmung linker Arm Richtung Decke und wieder zurück. Tapp den rechten Fuß wieder zurück und den linken Arm über die linke Seite strecken. Ausatmen, rechten Fuß tapp, ein zurück, ausatmen, Rotation entlang der Brustwirbelsäule. 5 Stück noch. Versuch die Brust rauszudrücken, den Rücken so lang wie möglich zu lassen. 4 mehr, dein linkes Bein bleibt die ganze Zeit gebeugt. 3 Stück noch, dein Blick geht zum Boden, Bauchnabel rein. Die Arme bilden eine Linie. Streck dich lang. Und ein letztes Mal, ranziehen, zurück, öffne den Brustkorb, zieh den Arm zurück, setz den Fuß ran, stell dich aufrecht hin. Füße wieder nebeneinander. Wir wechseln jetzt das Bein. Linkes Bein nach hinten weg. Ausfallschritt. Kreis die Arme. Ausatmen, drück dich hoch. Schulterblätter leicht zusammen. Einatmen tief. Und ausatmen, drück dich wieder hoch. Die linke Ferse bleibt oben. Beuge beide Beine und dann Brustbein Richtung Decke. Einatmen tief. Ausatmen, drück dich hoch. Aufrechter Stand. 4 mehr. 3 Stück noch, spreiz die Finger. Die letzten 2. Dein Blick geht die ganze Zeit geradeaus. Ein letztes Mal. Und auch hier, beug dein rechtes Bein, Hände zum Boden, links nach hinten gestreckt. Ausatmen, tappe den linken Fuß zum rechten. Ein zurück und der rechte Arm geht nach oben übers rechte Knie. Zieh wieder zurück. Ausatmen, ein. Rotation, Blick nach oben zur rechten Hand. Tap ran, geh zurück. Dein rechtes Bein bleibt gebeugt. Die Fußspitzen zeigen nach vorne. Mach die Bewegung wieder so groß du kannst. 4 Stück noch. Lang nach oben. Und zurück, 3 mehr. Sehr gut, bleib unten. 2 Stück. Und ein letztes Mal, Rücken lang gestreckt. Bring die rechte Hand wieder tief, komm mit dem linken Bein nach vorne, streck die Beine, lass den Kopf hängen, schüttel den Kopf kurz aus, ja, nein, vielleicht. Kurz hier unten halten und dann langsam aufrollen, Wirbel für Wirbel hochkommen, Schultern zurück, Schultern wegdrücken von den Ohren, aufrechter Stand. Powerhouse aktivieren. Geh in die Kniebeuge mit der Einatmung und ausatmen, drück dich kraftvoll hoch. Einatmen, Arme lang nach vorne schieben und dann wieder hochkommen. Einatmen, streck die Arme. Eine Diagonale von deinem Po bis zu den Fingerspitzen. Einatmen tief, ausatmen hoch. 4 Stück noch.
Lass den Rücken lang. Die Füße bleiben komplett aufgestellt. Drei mehr. Bauchnabel rein. Wenn du die Füße nicht auf dem Boden halten kannst, öffne die Beine weiter. Drück dich nach oben, halte hier. Jetzt gehen wir mit dem rechten Bein in eine Standwaage. Schieb dein rechtes Bein weit nach hinten, Fingerspitzen zeigen zum Boden. Und einatmen, richte dich auf, rechtes Bein hinten abstellen, rotier über die linke Seite und wieder zurück. Ausatmen, Standwaage, rechtes Bein, drück die Ferse weg. Einatmen, wieder aufrichten. Ausatmen, linker Arm übers linke Bein vorne und zurück. Ausatmen, Standwaage. Wir arbeiten immer mit dem rechten Bein und dann drehen wir immer über die linke Seite weg. Nimm den Blick mit, der Blick geht tief. Du drückst dich wieder hoch, Blick nach vorne und den Blick mitnehmen zur linken Hand. Zurück. Vier Stück noch, geh tief. Richte dich auf. Und dann über die Seite wegstrecken, drei mehr. Dein linkes Bein bleibt gestreckt. Öffne den linken Arm, ohne die Hüfte wegzudrehen. Geh wieder tief, Fingerspitzen Richtung Boden. Richte dich auf, beide Beine gestreckt. Gleich geschafft. Mach dich so groß und so lang wie möglich dabei. Achtung, ausatmen, zieh die rechte Ferse wieder ran. Einatmen, Arme wegstrecken, Bein weg. Ausatmen, ran. Und die Arme lang nach vorne auf Schulterhöhe, Bein zurück. Nur mit dem rechten Bein arbeiten. Halte dein Powerhouse aktiv. Vier Stück noch, rantappen. Rechte Ferse bleibt oben und dann stell die Ferse hinten ab. Drei mehr. Bring die Schulterblätter leicht zusammen, Ellenbogen nah an der Taille entlang. Ein letztes Mal, bleibe hier, richte dich auf. Geh jetzt mit dem linken Bein zurück. Beide Fußspitzen zeigen nach vorne. Wir gehen wieder zurück in eine Standwaage. Ausatmen, Standwaage. Linkes Bein wegdrücken. Zieh dich wieder hoch. Und ausatmen, Rotation übers rechte Bein. Ein, zurück. Ausatmen, tief Standwaage. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, Rotation übers rechte Bein. Arme wieder zusammen. Fingerspitzen zum Boden, Standwaage, drück die linke Ferse weg, richte dich auf und Rotation nach rechts. Wieder zurück, fünf Stück noch. Powerhouse bleibt aktiv, beide Hüftknochen zeigen zum Boden und dann nach vorne, dreh die Hüfte nicht weg. Vier mehr, rechtes Bein so gut gestreckt wie es geht. Stell den Fuß ab und rotieren. Drei mehr, bevor wir wieder rantappen. Ausatmen. Nimm deinen Blick mit zur Hand, die wegdreht. Zwei mehr. Zieh dich hoch. Und ein letztes Mal Standwaage. Ausatmen tief. Einatmen hochdrücken. Ausatmen Spine Twist. Ein zurück mit der Ausatmung. Tippe den linken Fuß ran, Ellenbogen nah an der Taille entlang. Ausatmen ran. Und ein wieder einen Schritt zurück. Ausatmen, ranziehen und zurück. Mach dich groß, Scheitel Richtung Decke. Vier mehr. Handflächen zeigen zueinander. Drei Stück, Ellenbogen weit nach hinten. Zwei mehr. Und ein letztes Mal, Füße nebeneinander. Und lass dich vom Oberkörper einfach nochmal hängen. Hände vor die Füße, Sitzbeinhöcker Richtung Decke. Und schüttel den Kopf aus. Ja, nein, vielleicht. Bleib kurz hier unten. Und mit der nächsten Ausatmung geh in eine Stützposition. Hände unter den Schultern. Füße wegdrücken von dir. Bauchnabel rein. Du hast immer die Möglichkeit, auch auf die Knie zu gehen. Streck die Beine. Öffne die Beine weit. Und dann mit der Ausatmung bring den rechten Arm hoch. Und mit der nächsten Ausatmung den linken Arm. Lass die Hüfte so gerade wie möglich. Und wie gesagt, du kannst die ganze Übung auch auf deinen Knien machen. Ausatmen, Arm hochziehen, Handfläche zeigt nach unten. Und die andere Seite. Dein Blick geht Richtung Boden. Immer im Wechsel. Beide Hände zurück auf den Boden, twiste die Hüfte von rechts nach links, über die Füße. Ausatmen, Rotation aus der Hüfte. Drück dich weit weg von der Matte.
Bauchnabel weiterhin reinziehen, Powerhouse aktiv. Blick nach unten zum Boden, streck die Arme und rotiere über die Füße von rechts nach links. Immer mit der Ausatmung Rotation. Ein letztes Mal. Komm zur Mitte zurück und mit der nächsten Ausatmung zieh dich hoch in einen Upstretch, Sitzbeinhöcker Richtung Decke. Einatmen vor und wir gehen in einen Liegestütz komplett ablegen. Und mit der Ausatmung drück dich kraftvoll wieder nach oben. Einatmen, nach hinten weg, Upstretch. Und dann geh tief in den Liegestütz. Du hast die Option, statt dem Upstretch in die Kindsposition zu gehen. Und dann ziehst du dich wieder nach vorne und machst den Liegestütz auf den Knien. Komplett ablegen. Und drück dich wieder hoch. Einatmen, ausatmen, zurück, Upstretch. Einatmen vor Liegestütz, ablegen. Ausatmen, drück dich wieder hoch, eine Linie. Geh nach hinten weg. Arbeite mit Spannung und kontrolliert. Nach hinten weg in den Upstretch. Schieb dich vor in die Stützposition und dann tief gehen, Kinn leicht reinziehen. Zwei mehr. Nach hinten weg. Eine Linie tief gehen. Bauchnabel rein, drück dich wieder hoch. Ein letztes Mal. Einatmen vor und direkt tief, Ellenbogen Richtung Knie. Und bleibe unten liegen, sehr gut. Streck die Beine lang, pointe die Füße, die Arme ungefähr im rechten Winkel, Ellenbogen auf Schulterhöhe. Ausatmen, rechtes Bein nach oben schieben. Mit der nächsten Ausatmung das linke Bein. Und dann mit der Ausatmung die Arme nach oben Richtung Decke. Ein, zurück. Ausatmen, rechtes Bein lang hoch. Linkes Bein, wenn du kannst, kannst du den Kopf lösen vom Boden. Arme hoch. Erst das rechte Bein hochschieben. Dann das linke Bein. Und dann die Arme, Ellenbogen vom Boden weg. Bauchnabel rein, Schambein tief, rechtes Bein. Arbeite mit dem Bein so hoch du kannst und dann bring die Schulterblätter zusammen. Dein Blick geht die ganze Zeit zum Boden, dein Kinn ziehst du die ganze Zeit rein. Du darfst ruhig in deinem eigenen Tempo arbeiten. Drück dein Schambein nochmal tief. Ausatmen, Arme hoch. Pointe die Füße die ganze Zeit. Und beide Hüftknochen bleiben auf dem Boden. Dreh die Hüfte nicht weg. Bring die Arme hoch, Handflächen zeigen nach unten. Und dann zieh die Hände neben die Brust. Ellenbogen Richtung Taille. Und dann schieb dich vom Oberkörper hoch. Wir gehen in den Swan. Einatmen tief, schwing, ausatmen hoch. Einatmen tief und aus hoch. Dein Powerhouse bleibt aktiv. Wenn du möchtest, nimmst du die Arme dabei zur Seite, wenn du tief gehst. Stell dir vor, du bist die Kufe eines Schaukelpferds. Komm bis zu deinem Kinn, tief und drück dich wieder hoch. Ein letztes Mal. Und absetzen. Komm kurz zurück in die Kindsposition. Sehr gut. Und dann kommen wir zurück in den Vierfüßlerstand und kreisen einfach die Hüfte von rechts nach links. Kreise die Hüfte nach hinten weg, so groß wie möglich. Und immer wieder zurück, dass die Schultern über deinen Händen sind. Zwei Stück noch. Ein letztes Mal und dann gehen wir auf die Unterarme. Bleibe mittig, komm auf die Unterarme, Bauchnabel rein und die Knie etwas weiter weg. Die Fußspitzen aufgestellt, ausatmen, drück dich hoch in die Stützposition, ein, zurück. Immer im Wechsel, ausatmen hoch und ein tief. Aus und ein, Spannung halten, vier mehr. Ausatmen, drei. Und ein letztes Mal. Halte oben, bring die Füße näher aneinander. Legpull für zwei, rechtes Bein einatmen, aus, zurück. Linkes Bein hoch, hoch und tief. Pointe deinen Fuß nach hinten weg, immer im Wechsel. Bauchnabel rein, Powerhouse aktiv, Beckenboden leicht angespannt. Einatmen, zweimal hochziehen und zurück. Bleib in der Stützposition. Drück die Unterarme fest auf den Boden, du bist eine Linie.
Absetzen, komm in die Sphinx-Position. Single-Leg-Kick, zweimal ranziehen mit der Einatmung, aus, zurück. Drück dein Schambein tief, streck die Bauchdecke lang, Blick nach vorne. Schultern weg von den Ohren, ranziehen und rück. Und ran und rück. Zwei Single-Leg-Kick. Immer wieder im Wechsel, rechts, links. Streck die Bauchdecke lang. Ran und rück. Einatmen für zwei, aus, wieder ablegen. Absetzen. Sehr gut. Dreh dich jetzt einfach auf deine rechte Seite. Dein rechtes Bein angewinkelt, linkes lang gestreckt. Beide Hüftknochen übereinander, linker Arm vor der Brust. Mit der Ausatmung kick dein Bein für zwei nach vorne und zweimal nach oben mit der nächsten Ausatmung. Zweimal vor, ein zurück, ausatmen, zwei hoch. Der Fuß ist gepointet und du bringst das Bein immer wieder vor und hoch. Zwei vor, zurück, zwei hoch. Achte nochmal darauf, dass du die Spannung hältst vom Bauch. Zweimal mehr. Bring das Bein so lang wie möglich hoch und vor, ohne dich rund zu machen. Einmal noch hoch, dann in den Single Leg Circle. Ausatmen, kreise das Bein nach hinten weg ein, wieder tief. Ausatmen und ein. Ausatmen, auch hier den Kreis so groß wie möglich machen und im rechten Bein geschieht nichts. Drei Stück noch. Kreise aus dem Hüftgelenk. Ein letztes Mal. Leg das Bein aufs andere ab, sehr gut. Und wir drehen uns einfach einmal um. Ich drehe mich weg von dir, aber es sind genau die gleichen Übungen. Unteres Bein anwinkeln, beide Hüftknochen übereinander. Für dich müsste es jetzt das rechte Bein sein, lang strecken. Mit der Ausatmung kick zweimal vor, ein zurück, ausatmen zweimal hoch. Ausatmen zweimal nach vorne und zwei kleine Bewegungen nach oben. Immer im Wechsel. Powerhouse aktiv. Lass den Kopf einfach liegen, den oberen Arm vor der Brust. Pointe deinen Fuß, dein unteres Bein auf den Boden drücken. Ausatmen hoch, ein tief. Ausatmen vor, ein zurück. Zwei mehr und dann kommen wir auch hier zum Single Leg Circle. Bring das Bein noch einmal vor, einmal hoch. Und kreise das Bein, ausatmen, nach oben, ein, wieder tief. Ausatmen und ein. Arbeite nur mit dem oberen Bein, nur mit deinem rechten Bein, vier Stück noch. Drei mehr und dann legen wir uns auf den Rücken. Zwei Stück, streck das Bein, pointe den Fuß. Und geschafft, Beine aufeinander und dann komm auf den Rücken. Leg dich hin. Füße angewinkelt, Finger ineinander, bring die Hände an den Hinterkopf, Ellenbogen weit öffnen, leg den Kopf ab. Ausatmen, wir ziehen uns in einen Chestlift, ziehen die Knie ran, einatmen, streck die Beine weg, Ellenbogen wieder auf den Boden, ausatmen und ein. Ausatmen, mach dich so rund wie es geht, bring leicht die Hüfte nach oben. Und je tiefer deine Beine bei der Einatmung gehen, desto schwieriger vom Bauch. Solltest du den unteren Rücken merken, stell die Füße bitte auf. Einatmen, strecken, ausatmen und einatmen, wieder strecken. Einer mehr, dann gehen wir sofort in den Criss-Cross. Ellenbogen rechts zusammen mit linkem Knie. Ausatmen, wechseln. Von einer zur anderen Seite. Ellenbogen weit auseinander. Streck ein Bein, winkel das andere an. Zieh dich von einer Seite zur anderen rüber. Hebe dein Schulterblatt so gut du kannst. Ausatmen und ausatmen. Ellenbogen weit auseinander. Single Leg Stretch nach oben. Auf geht's. Streck beide Beine lang. Eins Richtung Boden, eins ran Richtung Nase. Schultern weit weg vom Boden. Bauchnabel Richtung Matte ziehen. Schau zu deinem Bauchnabel nach unten. Du solltest langsam den Bauch spüren. Streck beide Beine lang. Im Point Toe und absetzen. Sehr gut, roll dich auf deine Sitzbeinhöcker. Einatmen tief und ausatmen hoch, rolling like a ball. Über den Rücken, zieh dich immer wieder hoch. Einatmen tief und ausatmen, zieh dich hoch. Roll bis zu deinem Schulterdach. Mach dich so rund wie möglich von der Wirbelsäule. Roll dich wieder auf, bleibe oben.
Beine angewinkelt, Arme nach vorne, langsam tief gehen und mit der Ausatmung schieb dich wieder hoch. Einatmen, streck die Beine, geh tief, ausatmen, kraftvoll wieder hoch. Einatmen, tief und ausatmen, aus der Bauchmitte wieder hochziehen. Zwei Stück noch und dann bleiben wir unten im 100. Zieh dich hoch, geh tief, die Schultern bleiben gelöst vom Boden. Ausatmen, komm wieder hoch, tief gehen, Handflächen nach unten, 100. Streck die Beine, pump die Arme auf und ab und atme ein für 5 und atme aus für 5. Du kannst die Beine höher bringen, falls du den Rücken merkst. Winkel die Beine an, leg den Kopf ab und dann bring kurz die Knie von rechts nach links. Bleibe mittig und kreise die Knie auseinander und wieder zusammen in deinem eigenen Tempo. So gut, du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mitgemacht hast. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du dich jetzt wacher fühlst als vor dem Workout. Ganz besonderen Dank an alle, die den Kanal bei Patreon supporten. Wenn du mich auch unterstützen willst, findest du den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, deine Lena.